Ich habe mich heute im Spiegel angeguckt und gemerkt, meine Haare sind einfach gelb. Es ist mal wieder Zeit, die Haare zu tönen. Ich mache das immer zu Hause. Ich benutze aber keine Purple Shampoos oder Silbermasken, whatever. Schmeiß den Scheiß weg. Ich zeige euch, wie das richtig geht. Ihr braucht nur diese Sios-Tönung. Die kostet 7-8 Euro bei DM. Und Leute, es ist ein Gamechanger. Die nächsten paar Wochen habt ihr keine Kopfschmerzen. Müsst nicht mehr zum Friseur. Nur das hier. Gold wert. Ich baller mir vorher immer noch dieses Rosmarinöl in die Haare. Fürs Haarwachstum und auch gegen Spliss dann an den Spitzen. Und dann mache ich meine wohlverdiente Kopfmassage für die Woche. Ich habe meine Haare jetzt ein bisschen nass gemacht. Okay, Haare sind jetzt durchgebürstet. Ihr könnt die erste Section parten. Nehmt hier ein bisschen davon. Und massiert es in die Haare ein. Mehr schadet nicht. Leute, überall fliegen meine Haare raus. Deswegen wärt ihr ein bisschen schlauer als ich, würdet ihr auch ein Handtuch benutzen. Aber ich mache das nie und diese Tönung wäscht sich halt auch raus. Ich merke immer, ich kenne mich null aus mit meinen Haaren. Und es sieht einfach immer lost aus, wenn ich irgendwas mache und ein Tutorial drehe. Aber es fragen so viele Leute immer nach meinen Haaren. Wie ich meine Haare färbe, wie ich meine Haare style, wie ich meine Haare schneide, wie ich mein Haarschnitt style, whatever. Ich habe zwar schon ein Tutorial mal gedreht, aber ich habe überlegt, den nochmal neu zu machen. Weil ich außerdem so ein bisschen eine neue Taktik mittlerweile habe, weil ich style meine Haare ja wirklich jeden Tag. Ich weiß nicht, wie ich noch Haare auf dem Kopf habe eigentlich. Würden mir blaue Haare stehen? Jedes Mal, wenn ich das mache, bin ich so, damn, irgendwie bockt das. Aber ich bin so eine Pussy, was Haare angeht. Bin so basic, meine Haare sehen so lange schon einfach gleich aus. Ein bisschen traurig, weil so viele Freunde von mir oder auch meine Mutter und alle Gefühl hatten in meinem Leben so eine Färberphase. Phase im Leben, wo die so ganz viel ausprobiert hatten und jede Haarfarbe und mal bunte Haare hatten und solche Haare hatten und so. Und ich legit gar nichts, außer blonde Highlights. Und irgendwann wurden es mehr blonde Highlights. Und jetzt bin ich einfach komplett blond. Da habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Aber gleichzeitig bin ich auch ein bisschen zu alt, um mir jetzt Avril Lavigne-Strähnchen zu machen oder so. Jetzt lasse ich das Ganze einwirken. Auf der Verpackung steht, glaube ich, 5 Minuten oder sowas. Aber ich lasse das immer mindestens 30 Minuten einwirken. 5 Minuten bringt gar nichts, Leute. Jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil nur ich habe 10 Minuten Zeit und laber so viel, dass ich jetzt bei 9 Minuten 48 bin. Deshalb zeige ich euch das Ergebnis dann in einer Stunde, wenn ich die gestylt habe, in Part 2.